meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr in den Titel gesehen habt, um das Thema Panik oder Angst vorm Frauenarzt. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Hallo ihr Lieben, wie ich eben schon gesagt habe, geht es heute mal um das Thema Frauenarzt und die Angst davor. Ich persönlich bin auch so ein Schisser und hatte wirklich panische Angst vom Frauenarzt. Wirklich Panik. Da, ich muss ja vorerzählen, ich hatte damals vor 5-6 Jahren einen Frauenarzt, der war so sehr nett. Aber so, wenn es dann in den Intimbereich kam und Untersuchung und so, war der sehr grob. Und es hat mir sehr viel getan. Die Untersuchung an sich war sehr unangenehm. Und ich persönlich bin halt, ja, ich kann halt Schmerzen abaus ertragen. Ja, was ich schon durchgemacht habe, darüber will ich gar nicht reden. Aber ich kann halt mit Schmerzen sehr gut umgehen. Aber das war sehr unangenehm, weil ich da in dem Zeitpunkt, wie jetzt auch noch, ich bin halt noch Jungfrau und habe halt nicht so viel Erfahrung mit, ja, diesem Gefühl, dass unten etwas ist. Ne? Und dann auch noch ein Mann. Ich weiß, in manchen, ich habe schon ein Video hochgeladen, dass ich bisexuell bin, ist auch so. Aber ich hatte noch beides noch nicht. Ja? Ich hatte noch nicht mit einer Frau und noch nicht mit einem Mann Geschlechtsverkehr. Gut, das ist auch zweitrangig. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich panische Angst, wieder hinzugehen. Ich musste aber, weil ich einen Unterleib, ja, weil ich eigentlich Beschwerden hatte, ganz einfach, ne? Will nicht so viel erzählen. Ich hatte halt Beschwerden und habe schon erzählt, dass ich Beschwerden hatte? Ja, ne? Entschuldigung. Und gut, ich bin hier im Wald, das ist eine komische Tiere fliegen hier rum. Wie gesagt, ich hatte halt Angst und ich musste halt wieder hin. Und habe mir halt auch den gleichen Frauenarzt wieder ausgesucht, ich weiß auch nicht wieso, weil der einfach die besten Kriterien hatte im Internet. Glücklicherweise bin ich da hingegangen an dem Tag, wo ich einen Termin machen wollte. Ich hatte ja einen Termin, es gibt auch Ärzte hier in meiner Region, wo man auch im Internet Termine machen kann, aber erst im Juni, Juli. Und der bis dahin wollte ich einfach nicht warten, weil ich einfach wissen wollte, was habe ich. Ist es schlimm? Habe ich Krebs oder was? Ich nicht was. Ne? Das ist so ein bisschen die Unsicherheit. Ne? Das hat mir gar nicht gefallen. Deswegen wollte ich diesen Termin machen. Und was stand da? Eine Frau. Also der Mann ist schon längst in Ruhestand, seit 1,5-2 Jahren. Und ich bin dann bei dieser Frau gewesen und habe erstmal den Termin gemacht. Jung, Mädels, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich da draußen gewartet habe, bis ich dann Ella überhaupt in die Tür reingegangen bin und habe mir einen Termin gemacht. Lass es 15, 20 Minuten sein, dass ich vor der Tür stand und es kam mir auch keiner rein oder raus. Ich hatte einfach Schiss, da reinzugehen, weil ich ja Schmerzen hatte und ich habe gedacht, ja, dass ich sofort drankomme. Ja, ich wollte es aber gar nicht. Ne? Es ist auch zum Glück nicht so gekommen. Ich bin ja nach 20 Minuten mit jemand anders da reingegangen und habe mir den Termin machen lassen. Und es war 1,5-2 Wochen später der Termin. Und ich konnte eine Woche vor dem Termin einfach gar nicht mehr schlafen. Ich hatte einfach große Angst, dass es so dolle wehtut wie bei dem anderen, diesem Mann. Nichts gegen diesen Frauenarzt an sich, ne? Also an Männer. Ne? Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber für mich war es sehr unangenehm. Es war mir auch sehr, sehr peinlich bei ihm, weil, ja, ich bin immer noch fett. Ja? Und damals war ich auch nicht schlanker als jetzt, ne? Also auch fett. Und ja, ich musste mich ja so entblößen. Ne? Also damals war es halt nur untenrum. Es war nicht die Brust. Die Brust wäre für mich jetzt auch kein großes Problemchen, sondern eher untenrum, ne? Der Intimbereich. Das ist halt sehr, sehr. ja. Und dann bin ich dann halt dieser Frauenärztin hingegangen an den Termin letzten Freitag und war wirklich so am Zittern. Das glaubt ihr mir gar nicht. Und die Frau war sehr nett.
Wirklich. Eine wirklich sehr, sehr, sehr nette Frau. Und hat mich dann einfach untersucht. Sie hat mich einmal, erstmal hat sie mich befragt, wie lange ich nicht mehr da war. 6 Jahre war ich jetzt nicht mehr da. Ich weiß, das sollte man jeden halbes Jahr machen. Aber na gut. Meine Erfahrung wollte ich halt nicht nochmal dahin. Und zwar hat sie mich einfach, wie gesagt, einfach gefragt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich noch Jungfrau bin oder schon einen Geschlechtsverkehr hatte. Und habe natürlich auch gesagt, dass ich noch Jungfrau bin. Und auch die Beschwerden, die ich hätte, ja, macht kein Problem. Ist ja auch kein Weltuntergang. Zumindest, dass ich noch Jungfrau bin. Zumindest hat sie dann die Brust ganz normal abgetastet und da war nichts. Glücklicherweise. Und dann hat sie halt untenrum. Untenrum, mich untersucht und es war auch gar nicht schlimm. Sie hat halt nicht dieses Spektrum. Ja, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Sie hat dieses Gerät. Diese Metallstäbe. Ich weiß noch nicht, was ich sagen will. Zumindest, ich werde es wahrscheinlich hier irgendwo einblenden. Nicht das Ding, sondern zumindest die Schrift. Ach Mann. Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen verrückt. Ich habe manchmal Wortfindungsstörungen, nicht wundern. Also dieses Spektrum oder was das auch immer ist, wie das richtig ausgesprochen wird, schreibe ich euch hier hin. So, jetzt habe ich das auch. Hat sie nicht genommen, hat sie gesagt. Also zumindest hat sie gesagt, sie nimmt das nicht, da ich noch Jungfrau bin. Und sonst würde irgendwas reißen. Dieses Jungfern, Bändchen, Häutchen, eins von beiden. Würde dann reißen, hat sie gesagt. Oder... ja, da ich halt noch nicht noch Jungfrau bin. Und sie hat dann halt das an einem Stäbchen gemacht. Und in den nächsten diese Woche würde ich noch muss ich noch abwarten, ob noch irgendwas kommt, ob ich irgendwas habe oder nicht. Ich hoffe natürlich insgeheim. Natürlich hoffe ich natürlich, dass ich nichts habe. Aber ich würde mich auch freuen, wenn sie anruft und sagt, was ich habe, ne? Weil dann hat man halt Gewissheit. So ist es wieder so komisch wie bei meiner, ja, Glutenintoleranz. Gluten? Ja. Ja, meine Lieben, ich weiß, dieses Video ist jetzt katastrophal. Ich weiß auch nicht, ob ich das hundertprozentig hochladen werde, weil ich einfach crazy bin, ich weiß. Und dieses Video wird wahrscheinlich auch nicht die Millionen Klicks erreichen. Und das soll es auch gar nicht, weil ich bin nicht klickgeil, überhaupt nicht. Natürlich freue ich mich über jeden Klick, aber es muss es auch nicht sein, ne? Also... Leute, können Sie das angucken oder einfach wegklicken. Aber wenn du bis hierher eingeschaltet hast, ich wollte aber natürlich, dazu kommen, dass jemand wirklich gar keine Angst vorm Frauenarzt haben muss. Weil es ist wirklich nur höchstens, es hat jetzt 3 Minuten gedauert insgesamt, die Brust abtasten und Intimbereich, ne? Untenrum. Es hat wirklich nur 3 Minuten gedauert und es ist wirklich, wenn du noch Jungfrau bist, so wie ich, ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn du halt schon Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr hattest, wird es wahrscheinlich noch weniger schlimm sein, weil du weißt es ja, wie es ist, wenn untenrum etwas passiert. Das weiß ich halt nicht. Und ob ich das ich werde es irgendwann mal erfahren, aber ich bin jetzt schon, werde jetzt 25. Ich weiß, es ist total peinlich, dass mit 25 noch, also ich zumindest, mir ist es sehr unangenehm, dass ich noch Jungfrau bin. Aber na gut, ich kann es halt nicht ändern. Gut, jetzt höre ich auf zu labern, ich verspreche es euch. Wenn du bis hierher zugeschaut hast, vielen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr neu dabei seid, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Like oder auch natürlich ein Abo freuen. Ja, dann ciao!